Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, und schon wieder sind wir da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute. Also, wenn ihr gerne hier mit mir sprechen wollt, plaudern wollt, streiten wollt, was auch immer, dann meldet euch. 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Vergesst nicht, eure Telefonnummer in die Mail reinzuschreiben und schreibt die Mail bitte nicht zu lang. Dann können die Kollegen besser und schneller reagieren im Hintergrund. So, der erste Anrufer heute Nacht ist der Patrick und Patrick ist 26 Jahre alt. Hallo Patrick. Hallo Domian. Hallo Patrick. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's darum, dass meine Freundin sich letzte Woche von mir getrennt hat. Mhm. Und wir haben gemeinsam eine fast zweijährige Tochter. Wie lange wart ihr zusammen? Vier Jahre. Ja. Ja, und ich bin dann mehr oder weniger Hals über Kopf ausgezogen in so eine Notunterkunft bei uns über die Stadt, in der ich jetzt hause. Ja. Wie kam es denn zu dieser Trennung? Ja, getrennt waren wir eigentlich schon eine ganze Zeit. Eigentlich waren wir während unserer ganzen Beziehung getrennt. Wie soll ich das verstehen? Ich bin ein ziemlich gefühlskalter Mensch ihr gegenüber gewesen. Ich konnte meine Liebe ihr gegenüber nie so ausdrücken, wie es eigentlich verdient hätte oder wie sie es gewünscht hat. Die ganze Zeit, also auch schon von Anfang an? Ja, wir haben uns halt kennengelernt während meiner Bundeswehrzeit. Wir haben uns nur am Wochenende gesehen und ja. Sie hat mich dann auch betrogen. Es war halt von Anfang an von negativen Dingen überschattet, die sich dann fortgezogen haben. Mhm. Und dann, als die Kleine kam, dann wurde der Alltag halt, hat uns richtig erschlagen. Ich bin mehr oder weniger aus dem Schlafzimmer geflüchtet, weil ich arbeiten musste. Ich musste morgens um 5 raus. Ich war Lagerhelfer zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und brauchte halt meine Ruhe und ja, und dann gab es auch keine Annäherung mehr, kein Kuscheln mehr. Ich habe auf der Couch geschlafen, sie neben der Kleinen im Schlafzimmer im Bett. Die gesamte Stimmung war im Keller. Ja, ja, alles war im Keller. Ja. Der Haushalt wurde nicht mehr gemacht, Wäsche wurde nicht mehr gewaschen, Wände gewaschen wurde nicht mehr zusammengelegt. Es war eigentlich alles, ja, auf gut Deutsch gesagt, im Arsch. Und keiner hat sich bemüht und wir haben uns nicht eingestanden, dass wir Hilfe brauchen. Ich am allerwenigsten. Mhm. Wie kam es denn jetzt dann zu dem endgültigen Aus, zu dem Ausziehen? Was ist da passiert? Ja, dass sie jetzt halt einen neuen Typ hat und ich das nicht ertragen kann, dass sie zu mir sagt, sie will es nicht nochmal mit mir versuchen, weil ich versuche seit einer Woche ihr klarzumachen, dass ich sie die ganze Zeit geliebt habe. Achso, Moment. Sie hat einen neuen Typ? Ja, ja. Sie hat einen neuen Typ. Mhm. Schon länger? Ja, seit einer Woche. Es ist quasi in den Kinderschuhen, kann man sagen. Ja, sehr. Kann man sehr sagen, ja. Das heißt, sie hat dir das aber sehr schnell dann erzählt. Ja, nicht wirklich. Ich habe, wie gesagt, ein gemeinsamer Bekannter und ich habe gedacht, die geht was trinken und das mehr oder weniger wär's das. Und dann kommt sie halt wieder und sagt, naja, der hat Gefühle für mich und ich, ja, wir sind jetzt zusammen. Naja, ja. Gut, eine Woche. Nö, das ist wirklich noch so frisch, da sind noch nicht richtig Nägel mit Köpfen. Aber sie sagt, ich soll sie ziehen lassen, sie will ohne mich glücklich sein. Ja, ich finde viel gravierender, was zwischen euch in all den Jahren passiert ist. Und viel Mist. Bitte? Sehr viel Mist. Ja, ja. Ich meine, 4 Jahre ist eine verdammt lange Zeit. Und wenn man 4 Jahre es nicht geschafft hat, zueinander zu kommen, wie will man jemanden begreiflich machen, ja, jetzt aber wird es gehen. Das ist mein Problem. Ich hatte zum Beispiel, ich suche die ganze Zeit die Ursache und ich hatte keine großartige Kindheit. Meine Mutter, Gott hab sie selig, ist früh gestorben und hat sich eigentlich die ganze Zeit während meines Lebens immer nur in ihrem Selbstmitleid und ihre Depression geflüchtet, was sich dann auf mich abgefärbt hat. Ich hatte nie einen Vater, daher hat es für mich eigentlich gereicht, als ich selber Vater wurde, dass ich da war. Aber du hast gerade ein interessantes Stichwort gesagt. Ich bin eigentlich ein gefühlskalter Mensch, hast du gesagt. Ja, und kann meine Gefühle, wahrscheinlich bist du nicht gefühlskalt, sondern du kannst deine Gefühle nicht so zeigen. Das ist ja ein großer Unterschied. Ja, genau, das ist es. Das wird es sein, ja. Gab es denn, gehen wir nochmal in die 4 Jahre zurück, gab es denn in dieser Zeit wenigstens mal so ein paar Momente oder Phasen, wo du sagen würdest, das war schön und daran erinnere ich mich sehr gerne? Oder war es immer problematisch?
Die Geburt meiner Tochter zum Beispiel, als ich die Nabelschnur durchgeschnitten habe. Ja, okay, das sind ja so ein besonderer Moment gewesen, also, klar. Aber zwischen euch beiden, meine ich, zwischen dir und deiner Freundin? Eigentlich fällt mir dann echt nur der erste Abend ein, voll peinlich. Der erste Abend. Und sie sagt, jetzt, lass mich ziehen. Ja. Sie sagt, sie was über ihre Gefühle zu dir? Ja, dass sie mich lieb hat und ich werde immer ein wichtiger Teil sein und es gibt, und ich kann mich ja immer noch daran knüpfen, dass vielleicht eines Tages und... Aber das sind so Sätze, die sagt man, wenn es zu Ende ist. Ja. Du bist ein wichtiger Teil von mir und ich habe dich lieb. Ne? Das sagt man auch dann noch, wenn man nicht gerade im heftigsten Streit auseinandergegangen ist. Aber das sagt man immer dann, wenn man nicht mehr will als Beziehung. Ja, das weiß ich. Das Problem ist nur, dass sie alles, sie hat dann alles. Sie nimmt mir das Kind, ich sehe die nur noch alle 14 Tage. Naja, aber da hoffe ich ja, dass ihr sie ist ja nicht aggressiv zu dir und sie hat ja keinen Zorn auf dich. Das heißt, sie wird ja dir das Kind nicht entziehen, sondern da werdet ihr ja eine gute Regelung hoffentlich finden, dass du auch sehr viel dein Kind sehen kannst. Ja, eben nicht. Morgen, das ist allein das beste Beispiel. Morgen Abend möchte sie sich mit ihrem neuen Kerl mal über Nacht treffen, dass sie bei ihm schläft. Mhm. Und dann bringt sie das Kind unter der Woche zur Oma. Die schläft quasi morgen das erste Mal alleine, ohne Mama und Papa. Wenn sie wach wird, mitten in der Nacht, was immer noch der Fall ist, ist niemand da. Ja, und sie sagt dann ja, wenn was ist, bin ich innerhalb von einer halben bis dreiviertel Stunde da. Ja, aber das Kind wird auch bei der Oma gut aufgehoben sein, oder? Ja. Ja, aber das ist jetzt auch nicht die Problematik. Die Problematik ist, dass du verletzt da sitzt und gar nicht fassen kannst, dass diese Frau dich nicht will. Ja, das auch, ja. Das ist es doch. Und alles andere kommt natürlich erschwerend hinzu. Aber Patrick, ich sag dir, wenn es 4 Jahre nicht geklappt hat, warum sollte es denn jetzt klappen? Du bist doch kein anderer Mensch von heute auf morgen. Nein, aber ich habe halt eingesehen, wo meine Probleme liegen, dass ich mir helfen lasse. Und wir haben ja jetzt die räumliche Trennung. Wenn wir uns wieder mal streiten, kann ich mich zurückziehen. Klar ist das hier keine Lösung. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich so schnell wie möglich eine Wohnung finde, allein schon dem Kind zuliebe. Habt ihr euch aufgestritten? In den letzten Tagen beinahe täglich und davor immer mal wieder. Ja. Also ich habe das vorhin so verstanden, dass die Problematik darin bestand, dass ihr irgendwie gar nicht zueinander gefunden habt. Aneinander vorbeigelebt habt, ja. Das heißt, da war weniger heftiger Streit, jetzt zum Schluss, ja, klar, als denn, dass da irgendwie zwei Menschen zusammen waren, die offensichtlich nicht zusammengepasst haben. Nicht wirklich, von ihr aus ging es ja immer. Ich habe sie halt immer irgendwie weggestoßen. Ich weiß auch nicht, ich habe so viel Mist gebaut, wenn ich darüber nachdenke. Ich habe mit ihrer Schwester gemailt und habe mit irgendwelchen weltfremden Mädels aus dem Chat rumgemailt. Jetzt hast du gerade gesagt, du willst etwas unternehmen, etwas machen. Was willst du denn machen? Ich weiß es doch auch nicht. Ich habe in den letzten Tagen so viel versucht, durch Worte, durch Taten, durch Briefe. Weißt du, Patrick, man hat keine Glaubwürdigkeit mehr, wenn man 4 Jahre sich falsch gegenüber einem Menschen verhalten hat. Ja, das weiß ich. Das geht nicht. Da kannst du 10.000 Sachen jetzt sagen. Sie glaubt dir nicht, weil sie dich kennt. Sie meint, dich zu kennen. Und was soll ich jetzt machen? Soll ich mich damit abfinden, allein zu sein? Nur noch existieren, damit das Kind nicht zu Schaden kommt? Und ja, also wahrscheinlich wird dir gar nichts anderes übrig bleiben, als erstmal alleine zu sein. Und wenn du sagst, dass du große Probleme auch mit dir hast oder Gefühle zu zeigen oder irgendwie so auf, ja, dich ordentlich auch zu verhalten, dann wäre sicher ein sehr guter Schritt, dass du beispielsweise in eine Therapie gehst, zu einem Therapeuten. Ja, das habe ich ja auch vor. So. Und das müsstest du erstmal dann auch tapfer und diszipliniert durchziehen. Da vergehen aber viele Monate. Vielleicht ein Jahr. Wenn dann deine Freundin den Eindruck hat, ich meine, ihr habt ja immer zu irgendwie Kontakt miteinander, der ändert sich wirklich, da ist was passiert, dann besteht ja vielleicht noch eine Hoffnung. Aber im Moment, was wirst du tun? Ich weiß es nicht. Alles, was du jetzt machen kannst, wenn du jetzt noch näher an sie rangehst, wenn du massiver oder wenn du sie unter Druck setzt, glaube ich, bringt sie noch weiter weg von dir. Weil die will im Moment nicht. Die will nicht. Das sagt sie ja selber. Das sagt sie. Das trifft es so, dass es mir schon wieder Angst macht. Wie meinst du das?
Ja, das, was du gerade gesagt hast, sind genau dasselbe habe ich mir vor 3 Stunden angehört, als es mal wieder die Diskussion gab. Da hat sie das zu dir gesagt. Ja, genau dasselbe. Ja, aber das heißt wirklich, Patrick, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja. Das Allerklügste, was du machen kannst, ist jetzt, dich zurückzunehmen. Wenn du eine Chance irgendwie nochmal hast, dann nur indem du jetzt erstmal einen Schritt zurückgehst. Wenn du jetzt anfängst zu klammern oder verrückte Sachen zu machen, verlierst du noch viel, 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 viel mehr. Und du verlierst vor allen Dingen ihre Achtung vor dir. Die ist schon längst weg. So, und dann ist das ein sehr mühseliges Unterfangen, die wieder aufzubauen. Ich habe halt einfach Angst, dass ich das alleine nicht schaffe. Ja. Die Angst hat man immer, wenn man alleine gelassen wird. Aber das schafft man. Und vor allen Dingen hast du ja auch noch etwas im Kopf, weswegen du das unbedingt schaffen musst, nämlich wegen deines Kindes. Ja, natürlich, aber jedes Mal, wenn ich die treffe, tut das halt weh, weil das... Ja, aber es ist halt so oft im Leben, dass man sich nun... Man hat Träume, man hätte es lieber anders, aber da muss man sich mit der Wirklichkeit arrangieren, da muss man der Wirklichkeit ins Auge schauen und das Beste draus machen, wie nun gerade die Sachlage ist, und die ist gerade so, wie sie ist bei dir. Und die ist nicht schön, das weiß ich auch. Aber dir bleibt gar nichts anderes übrig, als alles, was du, wenn du dich jetzt in Träumereien hineinsteigerst, in Illusionen, hat das überhaupt gar keinen Wert. Das zieht dich nur noch mehr runter und macht dir mehr Angst. Guck der Realität jetzt ins Auge und überlege, was du jetzt klug alles tun kannst. Damit du deine Achtung vor dir wieder gewinnst, dass du auch hinterher für dein Kind ein Vorbild bist. Irgendwann wird dein Kind älter sein und das wird fragen, was war denn da damals? Wenn du dann sagst, wir sind auseinandergekommen und ich habe gesehen, dass ich viel Mist gebaut habe und habe daraus gelernt und bin zum Beispiel auch in eine Therapie gegangen, stehst du gut für deinem Kind da. Wenn du aber jetzt rumzappelst und rumjammerst und rollst und machst, stehst du für deinem Kind nicht gut da. Ja, das stimmt schon. Patrick, ich würde dich gerne von meiner Psychologin beraten lassen, was du so in Sachen Therapie, Beratung und dergleichen tun könntest. Ja, das wäre gut. So, dann bitte ich dich jetzt aufzulegen und du wirst von meiner Psychologin, der Anja, zurückgerufen und dann könnt ihr beide in Ruhe reden. Alles klar, vielen Dank. Alles Gute, mein Lieber. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Hier ist Gerlinde. Gerlinde ist 44 Jahre alt. Guten Morgen, Gerlinde. Hallo. Gerlinde, weswegen rufst du an? Jetzt traue ich mich fast gar nichts mehr zu sagen, nachdem ich das eben alles gehört habe. Weil bei mir geht es ähnlich, nur praktisch andersrum. Na, erzähl mal. Ich habe mich in einen Mann verliebt vor 6 Jahren. Mhm. Und komme nicht von ihm los, obwohl er mir seit 4 Jahren permanent wehtut, mich betrügt, mich verletzt. Ist dieser Mann solo? Für ihn machen lassen. Du hast sogar eine Abtreibung für ihn machen lassen? Ja. Er wollte unser Kind nicht und ich dachte, er wollte mich. Ich habe dann die Abtreibung vornehmen lassen und kurz danach hat er dann wieder mal Schluss gemacht. Mhm. Und so geht es jetzt praktisch seit 6 Jahren, dass er Schluss macht, dass er andere Beziehungen hat. Also vor 6 Jahren kennengelernt, aber du hast gerade gesagt, seit 4 Jahren ist es so schlimm. Ja. So kann man es sagen. Hm? Ja, genau. Ist dieser Mann solo oder hat er noch eine Familie? Er ist geschieden, mhm. Also hat keine Kinder. Mhm. Und das ist wohl auch ein großes Problem für ihn. Er hat eine Frau geheiratet, die er nicht liebt. Aber von der ist er geschieden? Ja. Hm? Er ist jetzt Single? Er ist Single, ja. Hat er neben dir? Aber erst seit letztem Jahr. Ach so. Das heißt, die meiste Zeit, während ihr zusammen wart, warst du quasi das fünfte Rad im Wagen? Genau so, mhm. Ja. Und jetzt, nachdem er geschieden ist, könnte man ja sagen, okay, jetzt ist er frei, ihr habt freie Bahn, er könnte wirklich mit dir zusammenkommen. Das ist aber nicht der Fall. Nein, genau in dem Moment hat er sich wieder mal eine andere Frau gesucht. Ach so. Und, wie viel gibt es denn neben dir noch? Ja, wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viele. Ach so. Ich bin immer diejenige, die, wenn die Beziehungen scheitern, die er sich sucht. Er sucht also im Internet, er chattet, mhm. Er flirtet, er trifft sich. Und wenn es dann nicht klappt und er ist frustriert, dann kommt er zu mir zurück. Und wenn es dann, wenn er dann seinen Spaß hatte, sag ich mal, wenn er dann mit mir sein Vergnügen hatte, wenn es dann alles ganz toll war, dann geht er nach Hause und dann chattet er weiter.
Macht ihr auch irgendetwas anderes als ins Bett miteinander gehen? Ja, also wir haben früher viel miteinander gemacht. Wie gesagt, ich habe mit ihm sein Haus renoviert. Wir waren auf Oldtimer-Veranstaltungen. Wir haben zusammen Oldtimer gekauft. Wir denken auch dasselbe. Wir mögen dieselbe Musik. Wir mögen dieselben Dinge. Wir waren zusammen in Frankreich. Wir waren zusammen bei der Mille Miglia. Was für dich alles einen viel größeren Wert hat als für ihn offensichtlich? Das weiß ich eben nicht so genau, weil er jedes Mal zu mir sagt, wenn er an diese Sachen zurückdenkt, in dem Moment hat er an nichts anderes gedacht als an uns. Okay, aber wir wollen nicht über die Vergangenheit reden. Nee. Wir müssen über jetzt reden. Und der Mann, jetzt im der Moment Mann, ist es halt so, dass er, wie gesagt, er ruft mich an, er kommt kurz vorbei, er geht mit mir ins Bett und er fährt wieder nach Hause. Und das geht. Dann meldet er sich eine ganze Woche nicht oder zwei Wochen nicht und dann meldet er sich wieder und dann geht er wieder mit mir ins Bett und dann fährt er wieder nach Hause. Ich habe gerade gesagt, du bist 44. Ja. Ist ja ein Alter, wo man sagt, das ist ein reifer Mensch. Ja, sicherlich. Aber ich habe eine Ehe hinter mir, die auch nicht gerade einfach war. Ja. Ist das eine Entschuldigung? Ist das eine Entschuldigung dafür, dass man so den Hansel mit sich machen lässt? Nein, sicherlich nicht. Aber das Problem ist, dass eigentlich von meinem vierten Lebensjahr an dieser Kasper mit mir gemacht wurde. Okay. Und dass ich das irgendwo verinnerlicht habe. Und dass ich da nicht gegen an kann. Und dass ich diesen Mann wirklich liebe. Wir haben sogar am gleichen Tag Geburtstag. Wie romantisch. Wir haben aber es ist nicht romantisch. Unseren ersten gemeinsamen Geburtstag, als wir uns kannten, den haben wir in einer so tollen Atmosphäre gefeiert, auf der Sedov, diesem großen Segelschiff, groß beleuchtet mit allem. Gerlinde, das ist alles unwichtig. Das ist völlig unwichtig. Und ob ihr zusammen Geburtstag habt, ist auch völlig unwichtig. Das sind natürlich alles so Sachen, wo man sich so aufhängen kann und sich in so eine Romantik hineinträumen kann. Ich glaube, du machst den Fehler, den alle Menschen machen, die in solchen Konstruktionen sind. Du belebst das Ganze immer und immer wieder dadurch, dass du dich an die schönen Sachen erinnerst. Und du zwingst dich nicht dazu, wirklich dir bitter ernst all die Dinge aufzulisten, die er Schlechtes tut und die er dir angetan hat. Ja, und das ist eine ganze Menge. Aber aus jedem Loch irgendwie immer wieder rausgeholt hat. Ich war, glaube ich, 5-mal in der Psychiatrie, seit ich ihn kenne. Er hat mir auch, während ich dort war, wirklich Schlimmes angetan. Und hat versucht mit mir wirklich während des Psychiatrieaufenthaltes in der Klinik Sex zu haben. Und ich konnte nicht anders. Ich hab mich immer wieder ihm hingegeben, weil ich gedacht habe, ich kann ihn damit halten. Also ich und denke auch. Jedes Mal, wenn ich dann das Gefühl hatte, jetzt habe ich die Kraft zu sagen, ich will nicht mehr. Dann hat er mir erzählt, ich liebe dich und weil das ein ganz perfider Kerl ist. Weil der genau weiß, wie du funktionierst. Und das ist ja eigentlich schon eine krankhafte Abhängigkeit, in der du hängst. Denn ich war ja gerade letztes Jahr war das ganz, ganz schlimm. Da war ich wieder wegen ihm, also nicht wegen ihm, aber es war wieder so, dass er eine andere hatte und dass er mir gesagt hat, er hat jetzt eine feste Beziehung und er ist kein Single mehr und er will mich nicht mehr. Und 3 Tage später hat er mir gesagt, ich will wieder mit dir ins Bett. Und da habe ich gedacht, das Einzige, was mir hilft, ist der Tod. Ne? Und aus dieser Psychiatrie heraus, ich bin dann in die Psychiatrie gegangen, und aus der Psychiatrie heraus hat er mir als Einziger geholfen, da Kraft zu sammeln, Energie zu tanken, mit Musicals, mit irgendwelchen Sachen, die er mir geschenkt hat. Ja, aber es ist ja eine fatale Energie, die sich ja letztendlich hinterher wieder gegen dich richtet. Ja, und dieser Mann weiß, Moment, lass mich das mal sagen, dieser Mann weiß, dich zu bedienen. Der weiß genau, wie du funktionierst. Der weiß genau, in welchen krankhaften Strukturen du lebst. Und das ist das Schlimme daran, dass der perfiderweise immer genau dann das Knöpfchen drückt, wenn er merkt, du gehst ihm von der Bahn, dann weiß er genau, wie er dich wieder zurückholt. Und das ist ein Teufelskreis. Aber was macht man denn da? Ich würde auch in diesem Fall an der Stelle überhaupt nicht mehr von Liebe reden. Das ist eine Abhängigkeit wie eine Drogenabhängigkeit. Hast du dieses in der Psychiatrie mit deinen Ärzten besprochen, dieses Verhältnis zu diesem Mann? Ja. Ich und weiß, es gibt. Die Therapeutin hat gesagt, ich habe den Hang zu tragischen Beziehungen.
Ich weiß, dass das ein großes Problem ist. Ich weiß, dass viele Menschen da nicht rauskommen. Ein Drama ist das. Weil rein objektiv gesehen würdest du mir sicher in vielen, vielen Dingen recht geben. Aber da ist die große irrationale Ebene in dir, die immer wieder zurückflutscht zu diesem Mann. Egal, was er macht. Der könnte, wer weiß, was dir antun. Du bist immer wieder bei dem. Ja, ja. Ich glaube, wenn das auch von deiner Verhaltensstruktur, du hast gerade gesagt, seit deinem vierten Lebensjahr ist das irgendwie so, wenn das so eingebrannt ist, geht das nur mit Hilfe eines wirklich sehr, sehr, sehr klugen Therapeuten, dass der dich da rausholt. Und wahrscheinlich auch nur mit der Radikalkur, dass du komplett isoliert wirst von dieser Person. Sobald diese Person in irgendeiner Weise wieder an dich herankommt, bist du verloren. Hm. Ich aber permanent verloren. Permanent? Ja, weil wir sind ja nicht weit auseinander. Wir wohnen vielleicht 5 Kilometer auseinander. Hm. Kannst du dir das Leben denken ohne ihn? Hast du dir das schon mal so ausgemalt? Also jedes Mal, wenn ich so weit war, dass ich dachte, ich würde es schaffen, dann kam er wieder. Ja, das ist das, was ich sage. Und das und kann man ihm zum großen Vorwurf machen. Und dann geht's nicht mehr. Das heißt, wenn er von sich aus die Größe hätte, aber warum soll er das haben? Er ist ein brutaler Egoist. Weil er holt sich genau das immer wieder von dir, was er haben will. Wenn er dich in Ruhe lassen würde, ginge das, ne? Ja, ja, genau. Naja, ist mir klar. Ich habe früher immer SMS geschickt. Ich habe früher immer angerufen. Ich habe immer Gründe gesucht und Ausreden gesucht, mich an ihn ranzumachen, sag ich mal. Und jetzt irgendwann, jedes Mal, wenn ich einen Tag gehabt habe, wo ich ihn nicht angerufen habe, wo ich keine SMS geschickt habe, dann habe ich mir auf die Schulter geklopft und habe gesagt, das hast du gut gemacht. Da war ich stolz auf mich. Verstehe. Und das ging eine ganze Woche. Das ging vielleicht auch 2 Wochen. Und ich war jeden Tag war ich stolz auf mich. Du hast mich angerufen, du hast kein SMS geschickt. Aber dann kam er. Und schon und war der ganze Erfolg da. Dann war alles wieder egal. Im Prinzip habe ich ständig aufs Handy geguckt und habe darauf gewartet, dass er sich meldet. Obwohl ich sage es nochmal, obwohl stark zu sein. Ja, ich sage das nochmal, obwohl ich schon erahne, dass dieses vernünftige Argument dich nicht erreichen wird. Aber dieser Mann liebt dich nicht. Dieser Mann nutzt dich aus. Und er bedient sich bei dir. Und er holt sich das, was er braucht. Das ist ein narzisstisch veranlagter Egoist. Ja, ich habe mittlerweile begriffen, dass es so ist. Ich habe ihm auch schon gesagt, dass ich nicht mehr möchte, dass er kommt. Aber dann liege ich hier und weine. Ich sag's nochmal, Gelinde. Ich glaube, das geht nur mit einer sehr, 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 sehr guten, intensiven psychologisch-psychiatrischen Behandlung. Würde dich gerne auch von meiner Psychologin beraten lassen. Da hätte ich auch nichts gegen. Ja, was du machen könntest, da kannst du ihr erzählen, was du schon gemacht hast, dann kann sie das ein bisschen abwägen und einordnen. Ich würde dir so sehr wünschen, dass du frei wirst. Ja, das wünsche ich mir auch. Ja, ich würde es dir wirklich wünschen. Ich glaube, es wäre ein gigantisches Lebenserlebnis für dich, wenn du wirklich dann irgendwann mal Boden unter den Füßen hättest. Ja, ich wünsche mir das ja auch. Ich wünsche mir nichts mehr als das. Auf der einen Seite bin ich permanent vor ihm auf der Flucht und auf der anderen Seite warte ich ständig darauf, dass er sich meldet. Also ich bin irgendwie wie Jekyll und Hyde. Machst du beruflich? Zwei Seelen in einer Brust. Bist du beruflich aktiv noch? Im Moment leider nicht, weil das schaffe ich durch meine Situation gar nicht. Ah ja, verstehe. Gerlinde, dann möchte ich dich bitten aufzulegen und du wirst von Anja, meiner Psychologin, zurückgerufen. Okay, und erstmal danke fürs Zuhören. Sehr gerne. Ein ganz, ganz toller Typ. Sehr nett von dir, ich freue mich, dass du sagst. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Okay, danke dir. Auf Wiederhören. Ciao. So, Freunde, 1:24 Uhr, das ist eine gute Zeit, um euch zu sagen, was wir morgen machen. Morgen heißt unser Thema. Das Thema der gesamten Sendung heißt, diese Entscheidung habe ich nie bereut. Habt ihr zum Beispiel, ich sage mal ein paar Beispiele, vielleicht eure Karriere hingeschmissen, große Entscheidung, oder einen Verwandten angezeigt, ein Geheimnis verraten, eine einschneidende medizinische Entscheidung vielleicht getroffen, oder habt ihr euer ganzes Geld eventuell für euer Traumauto ausgegeben. Und all das habt ihr nicht bereut im Nachhinein. Obwohl vielleicht viele Leute dagegen waren, viele haben die Nase gerümpft. Aber ihr habt eine Entscheidung, vielleicht eine ganz große Entscheidung in eurem Leben getroffen, die für euch auch schwer war.
Und ihr sagt heute, diese Entscheidung war genau richtig und ich habe sie nicht bereut. Über solche großen Entscheidungen möchte ich gerne morgen mit euch sprechen. Ab 0 Uhr anrufen, um 1 Uhr sind wir da und ihr könnt natürlich rund um die Uhr, wie ihr das gewohnt seid, auch mailen. Diese Entscheidung habe ich nie bereut. Große Entscheidungen eures Lebens, hinter denen ihr steht. Obwohl es vielleicht sehr schwierige Entscheidungen waren und obwohl vielleicht auch viele Leute ganz andere Meinung waren als ihr. Aber ihr habt es gemacht. Darüber reden wir morgen. Heute freie Themennacht, wie immer mittwochs. Und ich freue mich auf die Birgit. Birgit ist 39. Hallo Birgit. Hallo Domian. Hallo Birgit. Ich kann das gar nicht glauben, dass ich durchgekommen bin. Du bist tatsächlich hier, ja. Um was geht's denn, Birgit? Ja, ich habe eine ganz seltene Erkrankung. Und ich hoffe eigentlich durch den Anruf, dass vielleicht Zuschauer melden. Mhm. Irgendwie, oder ein Arzt oder irgendjemand, der davon Ahnung hat und mir vielleicht helfen kann. Weißt du, wie diese Krankheit heißt? Das ist eine eosinophile Enteritis. Mhm. Und du erklärst sie mal, was das für eine Erkrankung genau... Ja, also ich muss dazu sagen, die Diagnose habe ich, also mindestens, ich habe das auch verdrängt alles. Also durch ein Gespräch bei dir vor 2-3 Wochen, da war ein Lebensgefährte, der angerufen hatte, wo der Freund eine Darmerkrankung hatte, auch eine seltene. Ja. Und das hat mich tief berührt, also ganz tief berührt. Und da ist mir das Bewusstsein gekommen, was ich eigentlich alles verdränge und was ich eigentlich trage. Also diese Erzähl mal über deine Erkrankung. Wurde vor 5-6 Jahren gestellt. Mhm. Ich habe auf einmal, also mein Bauch hat sich auf einmal bewegt, als ob ich in 8-9 Monaten schwanger bin. Also richtig, also... Also im Bauch hat sich etwas, im Bauch hat sich etwas bewegt. Genau, also wirklich wie als ob Fäuste, also ich habe eine Tochter, ne? Also wirklich wie hochschwanger, wie Kindsbewegung. Mhm. Damit fing das an. Mhm. Und Durchfall bis zum Blut. Mhm. Und rheumatologische Beschwerden. Und dann fing die Odyssee an durch Unikliniken und Unikliniken Hannover, alles Mögliche. Mhm. Und dann haben sie festgestellt, dass ich halt so viel von diesen Eosinophilen habe. Was ist das? Das ist eine Untergruppe von den weißen Blutkörperchen. Ach so. Mhm. Die normal bei Allergien oder wenn man Würmer hat, also ich bin mindestens 3-4 Mal oder 5-6 Mal auf Würmer getestet worden, ne? Die dann zu hoch sind oder bei Geschlechtskrankheiten und alles Mögliche so. Und dann hat man halt bei Darmspiegelung irgendwie halt rausgefunden, dass diese eosinophilen Granulozyten im Darm sind. Mhm. Es ist in dem Sinne auch keine Darmerkrankung, dass man mir so erklärt. Ach so, und daher die Bewegungen im Bauchraum auch? Das wissen die nicht. Also diese Krankheit, ich habe 2 Zettel damals gekriegt in Bremen, aus einem ganz guten rheumatologischen Krankenhaus, weil ich auch rheumatologische Beschwerden hatte. Mhm. Wie ist es denn heute? Sind diese Beschwerden permanent da, so wie du sie gerade beschrieben hast? Also das ist jetzt so, es wird mittlerweile, also ich muss normal vierteljährlich, ich hätte normal lebenslang Cortison nehmen müssen. Mhm. Und dieses Cortison habe ich noch gar nicht vertragen. Also durch das Cortison konnte ich noch gar nicht mehr schlafen und habe zwar die Beschwerden und die weißen Blutkörperchen sind runtergegangen, irgendwie alles gelindert. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe noch eine Schlafstörung gekriegt und war hyperaktiv. Und deshalb wurde das wieder abgesetzt. Mhm. Und mein Arzt hat sich noch einen Deal, sobald das hochgeht oder noch irre Sachen auftauchen bei mir, irgendwie andere Symptome, aber dass ich so leicht wieder zu ihm gehe. Ne? Wie ist es denn aktuell? Also aktuell ist, dass ich also jeden Morgen bis 5 bis 10 Stuhlgänge habe. Das ist Breidurchfall. Mhm. Krämpfe habe mittlerweile seit 1,5 Jahren, klemmt meine Bauchdecke ein, warum auch immer. Mhm. Da war ich auch bei meinem Arzt also total verzweifelt. Ich weiß nicht, ob es da zusammen, also das heißt, ich habe mich geduscht, auf einmal ist die ganze Bauchdecke weg gewesen, ne? Eine halbe. Wie kann man sich das vorstellen? In einer Falte verschwunden, oder wie? Ja, das macht mir alles Angst. Und ich habe keine Kraft, mich damit auseinanderzusetzen. Oder ich bin jetzt bei Hartz IV drin, ne? Auch noch weiter zum Arzt zu gehen. Mein Arzt hat damals also gesagt, ich habe wirklich zu ganz vielen anderen Themen bei euch angerufen. Und er sagte auch, ich habe so viel zu tragen. Und er hat sich so gewünscht, dass er mir helfen kann. Und er ist selber verzweifelt, ne? Und also Moment. Bauchdecke alles, ne? Ja, also diese Krankheit ist als solche diagnostiziert. Das halten wir schon mal fest. Ja, genau. So, ich habe 2 Zettel dazu gekriegt. Okay, jetzt hast du diese Cortisonbehandlung nicht vertragen. Machst du denn therapeutisch irgendetwas im Moment? Gar nicht. Gar nichts. Ich habe das alles verdrängt. Du verdrängst das alles. Du hast aber täglich diese Beschwerden, so wie du es gerade beschrieben hast. Das heißt, du wirst ständig an die Krankheit erinnert. Genau. Das ist auch verbunden nicht nur mit Unannehmlichkeiten, sondern auch mit Schmerzen.
Kinder immer in der Bauchdecke vor allen Dingen. Und Durchfall. Und manchmal habe ich das so schlimm, einmal war das so schlimm, also ich kann den Stuhlgang nicht mehr halten. Ja. Und man hat auch damals festgestellt, dass ich auch eine Myositis habe. Also was heißt unklare, das? Also eine Muskelentzündung unklarer Ursache in der Zeit auch. Ja. Und ich merke auch, ich kann den Stuhl nicht mehr halten, ich kann den Urin nicht mehr halten, also alles, was auch mit Muskeln... Auch was bedeutet das? Ne? Bedeutet das, dass du... Ich weiß es nicht. Nee, Moment. Was bedeutet das, dass du immer eine Windel tragen musst? Nein, aber ich habe Schwierigkeiten eben halt, das zu halten, dass ich immer Angst habe, 10 Schritte zum Supermarkt, ne? Ach so, ich verstehe. Das heißt, du kannst gar nicht so ein normales Leben führen, weil du immer letztendlich eine Toilette in deiner Nähe haben musst, wenn es dann so weit ist, dass du ganz schnell hinlaufen musst. Und jetzt, ich habe eine Putzstelle und ich merke jetzt, ich bin so stolz darauf. Also ich war vorher auch immer ganztags arbeiten, alles, ne? Trotz Kind und so viel Stress in meinem Leben. Und auch bei dieser Putzstelle, 20 Bewerber, ich habe die Stelle gekriegt, habe mich gefreut jetzt vor ein paar Wochen. Und dann habe ich auch noch diesen schlimmen Magen-Darm-Infekt gekriegt und bin trotzdem noch hingegangen, ne, mit 39 Fieber. Das war wohl, und die ziehst du auch weiter durch, diese Putzstelle? Ja, und jetzt zücke ich mich und dann klemmt die Bauchdecke ein und Krämpfe. Und du nimmst keine Medikamente ein? Nein, gar nicht. Du bist auch nicht in ärztlichem... Weil ich auch so ich merke, wie hilflos mein Arzt ist. Er hat mir das ja auch gesagt. Mhm. Ne? Aber wenn diese Krankheit diagnostiziert ist, muss es doch auch irgendwo dafür so Koryphäen, Fachleute geben. Ja, das hat man mir auch, also die Ärzte vorher, so auch vor 4, 5 Jahren, die waren alle immer auch der ärztliche Notdienst, wenn irgendwas bei mir aufgeht, alle interessiert, ne? Auch das Krankenhaus, wie mein Verlauf sein wird, ne? Aber im Endeffekt hat man mir gesagt, ich muss damit leben, dass diese Krankheit, also ich kann dir sagen, auf diesen Zettel, den ich gekriegt habe, das ist ein bekanntes Krankenhaus in Bremen, Rotes Kreuz. Okay, was die haben gesagt, dass du damit leben musst? Nein, da haben die nur einen Zettel, also das waren 2 Kopien und da stand halt drin, dass also weltweit in der Literatur seit 1930 100 bis 200 Menschen in die Weltliteratur mit dieser Erkrankung angegangen sind. Ne? Ach so. Okay. Und da gab es nur ein Beispiel dafür. Mhm. Ne? Dann ist mir klar, dass da nicht viel geforscht wird und dass es auch nicht viele Fachleute gibt, die sich damit beschäftigen. Mhm. Also es gab da auch Todesfälle. Ne? Mein Arzt hat gesagt, er weiß nicht, ob ich tot umfalle oder nicht. Ne? Es gibt überhaupt gar keine Prognosen, ob man damit uralt werden kann. Ja, der eine ist damit also alt geworden, aber es gab auch Todesfälle. Ja. Ne? Und da gab es so Fachausdrücke, wo ich gar nichts von weiß. Verstehe. Ne? Hast du einen Internetanschluss? Nein, da haben sie jetzt geguckt nach 4, 5 Jahren und mein Arzt sagte, ich soll aufpassen, dass da irgendwelche Sachen stehen mit irgendwelchen Heilungssachen, ne? Mit Internet. Ich verstehe. Du suchst einfach, du suchst Hilfe. Und dir wäre wahrscheinlich sehr, sehr, sehr daran gelegen, wenn du mit anderen Leuten in Kontakt kämst, die das auch haben, die diese Erkrankung haben. Dass dann noch irgendjemand gibt, ja. Zum Beispiel. Oder ob ein Muskel, dass das weg, also wirklich wegklemmt. Ja. Oder die Sache dazu gibt. Genau. Oder ob vielleicht auch der eine oder andere Mediziner vielleicht zuhört heute Nacht, der dir helfen könnte und den Finger hebt und sagt, hier, ich bin's oder wir könnten da was unternehmen und wir bieten Hilfe an. Jetzt sagst du mir nochmal den Namen der Erkrankung? Eosinophile Enteritis. Okay, ein kompliziertes Wort, aber die Fachleute werden es schon verstanden haben. Ich verspreche dir, liebe Birgit, wenn sich bei uns jemand meldet, der dir helfen kann, der Informationen für dich hat, der vielleicht selbst betroffen ist, stellen wir sofort den Kontakt her. Und ich bitte natürlich betroffene Leute oder Leute, die der Birgit helfen können, sich bei uns zu melden, entweder schriftlich oder per Mail, domian@wdr.de. Und wir, wie gesagt, stellen den Kontakt dann her. Das kann ich dir versprechen. Ich weiß es nicht, wenn es so eine seltene Erkrankung ist, ob es funktioniert. Aber wir können es ja mal testen. Darf ich dich noch was ganz anderes fragen? Sehr gerne, ja. Es gehört jetzt nicht zum Thema. Dazu habe ich ganz oft angerufen, wurde auch abgewiesen von deinen Mitarbeitern. So. Ja, weil das zu heikel war. Aber ich werde das auch nicht ganz übernehmen. Ich bin ganz froh, dass ich durchgekommen bin. Ich sage, ich habe zu viel an den Haken, ne? Ich möchte nur ein paar Stichworte. Vielleicht ist da noch jemand, der mir einen Brief schreibt und ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Ich habe keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern, Zeugen Jehovas. Ich stehe wirklich ganz alleine da. Ich bin darin erzogen worden. Ich habe einen Stalker an den Haken. Also deshalb sage ich, meine Erkrankung verdränge ich. Ich merke, dass ich langsam nur kaputt gehe, weil ich nirgends Hilfe kriege. Ich habe einen Stalker an den Haken, versuche mein Kind durch Familienrecht zu schützen, der auch rechtskräftig verurteilt worden ist. Auch wegen Zuhälterei, alles Mögliche.
Und ich wünsche mir vielleicht, dass da sich vielleicht Frauen melden, auch die einen Stalker an den Hacken haben, das wäre mir auch nochmal wichtig, die Schwierigkeiten haben, das Kind zu schützen, obwohl okay. er rechtskräftig im Gange ist. Okay, ich würde aber... ganz nebenbei. Natürlich, okay. Das ist noch alles Themen für sich. Ich, sag, ich verstehe. Nein, nein, das ist schon okay. Aber ich glaube, das Hauptanliegen ist erstmal die Krankheit, ne? Genau, aber das verdränge ich. Aber ich weiß auch, aber das solltest du eben nicht verdrängen, weil das ist halt dein Leben, ne? Liebe Birgit, also ich verspreche dir... Ich verspreche es dir wirklich. Das darf. Bitte? Würdest du mir ein Autogramm schicken? Ja, sehr gerne. Dann, dann rufen wir dich gleich nochmal an wegen deiner Anschrift. Vielen Dank. Alles Gute, okay, alles Liebe von Herzen. Schön. Tschüss. Tschüss. Ralf, 57, guten Morgen. Hallo Ralf. Ja, hallo Domian. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich durchgekommen bin. Um was geht's bei dir, Ralf? Ja, eigentlich hatte ich mich für den gestrigen Tag schon angemeldet. Die Schattenseiten der Liebe. Schattenseiten der Liebe, genau. Mhm. Also bei mir ist es so, ich habe vor zweieinviertel Jahren mein Leben radikal geändert. Ich war, ich hatte ein Unternehmen, war Vorstandsmitglied, war Vorstand in der Firma und habe im Grunde um alles an die Wand geklatscht und habe meine Familie verlassen, komplett, und habe eigentlich ein neues Leben angefangen. Und in dem Zuge habe ich auch jemanden kennengelernt und... Lass mich kurz fragen, bevor du weiterzählst. Warum hast du das alles aufgehört? Warum habe ich das aufgehört? Also zum einen habe ich festgestellt, dass dieses Businessleben nicht so die wahre Erfüllung bringt. Also indem du viele Jahrzehnte wahrscheinlich... sehr erfolgreich und sehr... richtig, ja. Ja, intensiv gearbeitet hast. Ja, richtig. Man kann sagen, also man hat alles erreicht, was man erreichen kann. Viel Geld verdient? Viel Geld verdient, Aber es war nicht wirklich die Erfüllung. Ja. Also es blieb immer eine sehr große Unzufriedenheit oder eben das, was man so als Glück bezeichnet. Ja. Hast du das eigentlich, Entschuldigung, wenn ich noch frage, hast du das die ganze Zeit während deiner Berufstätigkeit irgendwie so latent bemerkt oder hast du das mehr wahrgenommen, je älter du wurdest? Nee, das kommt schleichend. Das ist ganz schleichend. Das ist zuerst kaum spürbar. Und das wird dann immer mehr und man empfindet dann die Arbeit immer mehr als Stress. Was war denn die heimliche Sehnsucht, die sich da so allmählich in dir breit machte? Ja, zum einen, ich habe eine ganz andere Ausbildung gehabt. Ich habe Kunst studiert und bin dann aber in die EDV reingerutscht und Geld regiert die Welt. Und diesen Zwängen folgt man dann, weil die ganze Gesellschaft natürlich dem Geld nachstrebt und dann rennt man natürlich auch hinterher. Ne? So, dann den großen Schritt vor ein Vierteljahr ungefähr gemacht, den sehr lukrativen und erfolgreichen Posten hingeschmissen und die Familie verlassen. Ja. Warum die Familie auch verlassen? Warum auch die Familie verlassen? Also zum einen hat das eine mit dem anderen natürlich zu tun, ne? Die Entwicklung und das sind alles es waren alles diese gesellschaftlichen Strukturen, die ich nicht mehr ertragen konnte. Was heißt eigentlich Familie? Wie viele Kinder hast du? Ich habe zwei Kinder. Wie alt sind die? Als ich die Familie verlassen habe, war mein Sohn 18, meine Tochter 21. Also beide aus dem Gröbsten raus. Ja, natürlich. Du hast deine Frau verlassen, weil du so... Vorher wäre ich nicht gegangen, sag ich mal so. Ne? Das heißt, die Beziehung zu deiner Frau war auch erloschen. Ja, im Laufe der Zeit hat sich auch das, wir haben uns nie gestritten, ne? Also es hat sich einfach, es eine ganz sanfte Kurve, die sich gen Null bewegt. Wie viele Jahre wart ihr verheiratet? 23 Jahre. Ja. So, jetzt hast du gerade gesagt, da im Zuge dessen hast du auch noch jemand anders kennengelernt. Ja, und so aus heutiger Sicht war das sicherlich auch eine der Triebfedern, warum ich dann irgendwann da einen Punkt gesetzt habe, ne? Also während meiner Beziehung habe ich keinerlei Anstalten gemacht oder wie sagt man so schön, ich war treu, ne? In der Form. Und wenn man dann am Horizont jemanden sieht, in dem man sich unsterblich verliebt. Ach so, den hast du schon gesehen, während du noch in deinem Job warst und auch noch in der Familie warst. Ja, genau, den habe ich schon gesehen. Und das hat dann innerhalb von 4 Wochen funktioniert. Dass wir zusammengegangen sind. Ne? Kann es sein, dass diese Person letztendlich ausschlaggebend war, dass du alles hingeschmissen hast? Aus heutiger Sicht, ja. Aus heutiger Sicht. Die Person ist eine Frau?
die Person ist eine Frau. Eine viel jüngere Frau? Eine viel jüngere Frau, ja, 20 Jahre jünger. Ja. So, ja. Du hast aber angerufen zu den Schattenseiten der Liebe. Ja, genau. Warum? Also, kann ich dir sagen. Also ich habe, ich sag mal, zum ersten Mal in meinem Leben mit 55 die wahre große Liebe kennengelernt. Ne? Also da Wahnsinn, das ist ein Satz. Warte mal einen Moment, den muss man erstmal wirken lassen. Ja. Das finde ich wahnsinnig, wenn jemand sagt, mit 55 habe ich zum ersten Mal meine große Liebe erlebt. Da, wo alle Sicherungen durchbrennen. Ja, wo also alles sich verändert. Wie jung ist denn die Frau gewesen? Die war damals halt 35. 35. Aber wir reden in der Vergangenheit. Gibt es die Frau nicht mehr? Nein, die gibt es seit ein Vierteljahr nicht mehr. Wie ist die Lage heute? Die Lage heute ist, wir sind getrennt, wir sind nicht mehr zusammen, natürlich nicht mehr. Mhm. Und das, was sich herausgestellt hat, ist, dass man, dass sie eigentlich auch diesen normalen gesellschaftlichen oder dieser Normalität, ne, so morgens aufstehen, arbeiten, Einfamilienhaus, Mittelklassewagen, einmal im Jahr in Urlaub fahren. Nicht, dass ich das verwerflich finde. Ne? Aber du kamst vom Regen in die Traufe. Ja, also es bewegte sich auf einmal wieder aufs alte Level zu. Ne? Ja, ja. Und wir haben dann einfach nach einem Jahr festgestellt, nach einem Vierteljahr, ja so ungefähr, dass wir nicht zusammenpassen. Das heißt, ihr habt euch im gemeinsamen Einvernehmen dann getrennt? Ja, das ging. Also der Schluss geht immer hin und her. Ne? Ja, natürlich. Man hat den Schluss gemacht, man hat den Schluss gemacht. Weil das Problem ist, die Liebe hat nicht aufgehört. Du liebst sie heute noch? Ja. Obwohl ihr nicht mehr zusammen seid? Exakt. Und das ist das Problem. Vom Verstand her sehe ich alles glasklar. Mhm. Vom Verstand her ist alles völlig einsichtig und ich kenne alle Zusammenhänge. Aber im Grunde genommen, ich sag mal, es vergehen keine 5 Minuten, wo du nicht an sie denkst. Exakt. Seht ihr euch denn ab und zu? Nein, das vermeide ich einfach. Du hast damals vor ein Vierteljahr ungefähr, hast du gerade gesagt, alles hingeschmissen. Hast du so viel Kohle verdient, dass du gar nicht mehr arbeiten musst oder machst du irgendwas anderes? Nee. Das war, also ich hab auch meinen Beruf geändert, ne? Also ich arbeite überhaupt nicht mehr in dem Metier. Ja, das habe ich jetzt mir so gedacht. Was machst du heute? Gar nichts? Lebst du von deinen Ersparnissen oder von deinem Vermögen? Nee. Ersparnisse sind nicht da. Also auch das mit dem Geld hat sich geändert. Es ist zwar noch da, aber das ist für die Rente halt. Ja. Was machst du? Ich gebe Tai-Chi-Unterricht. Tai-Chi-Unterricht? Das sind die Menschen, die so vor Bäumen in Parkanlagen so stehen, ne? Und ja, genau. Gewisse Bewegungen machen. Sehr langsam, sehr ruhig, genau. Sehr meditativ. Sieht für uns, die wir da keine Ahnung von haben, immer sehr seltsam aus. Ja. Aber es hat sicher was sehr Meditatives. Ja, es ist gesund. Es ist eigentlich auch eine Lebenseinstellung. Ja, ja, ich weiß. Es hat sehr viel mit Taoismus zu tun. Ja, ja. Selbstfindung, ja. Und aber nun hast du dich in deinem Alter so wahnsinnig verliebt und nun ist die Liebe auch schon wieder von dir weggegangen. Irgendwie. Sie ist ja noch da. Sie ist noch da, aber eigentlich ist sie nicht da. Eigentlich ist sie nicht da. Zur Liebe gehören ja immer zwei Leute. Richtig. Und was sagt sie denn? Ist sie denn in dich? Ist sie auch noch so mit dir verbunden oder hat sie sich schon verabschiedet? Das kann ich dir nicht genau sagen. Also aus bestimmten Reaktionen denke ich, sie hat ähnlich noch große Gefühle. Ja? Und ihr Spießertum, sage ich mal so ein bisschen salopp, wie du es gerade so mir erklärt hast, das kann man nicht aufbrechen? Nein, es hat auch damit was zu tun. Die 20 Jahre sind sehr viel, weißt du? Hm. Ich will ihr auch nicht im Wege stehen, weil da ist ein Kinderwunsch. Und diesen Kinderwunsch, den habe ich zwar respektiert, aber ich glaube, in letzter Konsequenz kann ich den nicht tragen. Du möchtest in deinem Alter kein Kind mehr haben? Nein, alles, denke ich, hat seine Zeit. Ja. Und, ja. Aber letztendlich, wie traurig und tragisch, dass du da deine große Liebe gefunden hast und sie hielt nur relativ kurz an. Aber ich meine, immerhin. Ein glückliches Jahr. Immerhin ein glückliches Jahr. Ein unfassbares Jahr. Ein großes Geschenk. Ein wirklich großes Geschenk, für das ich wirklich unglaublich dankbar bin. Ja. Gar keine Frage. Allerdings ist das Tal der Tränen danach so unendlich tief und es hört nicht auf.
Ne? Das heißt also, es lähmt einen tatsächlich im, wie sagt man, Tagesgeschäft oder. Ist die Lage denn so, dass du dir jegliche Hoffnung letztendlich schon abgeschminkt hast? Oder denkst du, vielleicht findet sich doch noch ein Weg? Das ist eine gute Frage. Die Frage stelle ich mir eigentlich sehr oft. Ich weiß nicht, wie es in 5 oder in 10 Jahren ist, wie sie sich entwickelt oder wie sich überhaupt etwas entwickelt. Die Zukunft zu prognostizieren ist ja auch sehr müßig, weil niemand weiß, was morgen ist oder was in einem Jahr ist. Also ich denke darüber nicht wirklich viel nach. Aber der Status quo ist so, dass da ruft jetzt keiner den anderen mehr an und sagt, komm, wir wollen noch mal reden oder wir wollen es versuchen. Das ist auch definitiv so. Fakt. Ja, dann klingt es danach, sich abfinden müssen. Ja, aber das ist natürlich vom Kopf her, vom Verstand her, ist alles wunderbar. Aber Gott, wenn man sich die große Weltliteratur anschaut, was haben die Menschen gelitten an Liebeskummer über Jahre, Jahrzehnte manchmal? Das ist ja eines der stärksten Gefühle, was uns umtreibt. Also ich habe in letzter Zeit sehr viel Goethe gelesen, ne? Leiden des Jungen. Ja. Solltest du vielleicht nicht lesen, nicht, dass es so endet mit dir. Nein, aber ich glaube, alle großen Geister, die sehr kreativ waren, haben irgendwo in ihrem Innersten eine, ich sag mal, unvollendete Liebe. Ne? Ja, und das Schlimme ist ja, dass das große Glück der Liebe meistens immer gekoppelt ist, auch mit Unglück. Ja, genau. Das ist eben darum dieses Thema gestern. Auf der einen Seite war ich zum Schluss natürlich froh, dass ich nicht dran kam, weil es war gestern wirklich sehr dramatisch und sehr tragisch. Und ich hab auch sehr gelitten und kam mir mit meinem Unglück so klein und so lächerlich vor. Naja. Ne? Also ich hab ja für mich so diese Strategie entwickelt, Ralf, dass ich versuche, mental dagegen zu halten und soweit es irgend möglich ist, an diese Person nicht zu denken. Keine Chance. Ja, aber du weißt, dass man sich dazu disziplinieren kann. Ja, natürlich. Und man kann natürlich auch sich hineingeben in die Traumwelt, in die Illusion. Ja, natürlich. Und das ist so mein kleines Rezept, wo ich so gelernt habe, dass damit kommst du so einigermaßen über die Runden. Tief im Herzen ist der Schmerz natürlich drin, das ist klar. Ja, auf der anderen Seite ist es aber unglaublich schön, an dieses wunderbare Jahr zu denken. Ja, das ist, wenn du es so hinkriegst, ist das natürlich toll. Wenn du einfach auch sagst, ich bin froh, dass ich das habe erleben dürfen, ist das natürlich auch ein wunderbarer Dreh. Mein Lieber, ich könnte mit dir sehr lange noch reden. Das macht mir sehr viel Spaß. Danke dir sehr, lieber Dominik. Aber ich finde das, ich habe ja immer Respekt vor Leuten und finde das toll, wenn man so in deinem Alter auch so beruflich nochmal so einen ganz anderen Dreh kriegt und sagt, ich gehe einen ganz anderen Weg und ich war letztendlich viel zu fremdbestimmt und ich mache jetzt das, was mein Ding ist und schmeiße alle Konventionen über Bord, alle gesellschaftlichen Erwartungen und so. Finde ich toll, finde ich klasse. Ja, also ist eigentlich auch das Thema morgen, ne? Und also den Schritt habe ich in keinster Weise. Genau, das ist ja das Thema morgen auch gewesen, ja. Und das kann ich nur jedem raten. Wie heißt es so schön? Träume dein Leben aber lebe deine Träume. Genau. Lieber Ralf, alles Gute wünsche ich dir. Ich dir auch. Auch dass das Unglück nicht zu lange und so intensiv ist. Ja. Hoffen wir es. Der Schmerz. Alles gut. Tschüss. So, dann hat Ralf gerade nochmal einen Hinweis gemacht auf morgen. Morgen heißt nämlich unser Thema, diese Entscheidung habe ich nie bereut. Ich möchte gerne mit euch über große Lebensentscheidungen sprechen. Also Ralf hat seine Karriere, seine erfolgreiche Managerkarriere hingeschmissen und bereut es nicht. Vielleicht hat jemand von euch ein Geheimnis verraten und ihr seid der Auffassung damals gewesen, heute auch noch, das war die richtige Entscheidung. Vielleicht habt ihr einen Verwandten angezeigt. Vielleicht habt ihr euer ganzes Geld verprasst für euer Traumauto, wo alle anderen gesagt haben, bist du wahnsinnig, das Geld dafür auszugeben, aber es war euer Traum und ihr sagt, das war gut so. Diese Entscheidung habe ich nicht bereut. Also ich will gerne morgen mit euch über große Entscheidungen eures Lebens sprechen, die ihr nicht bereut, hinter denen ihr wirklich hundertprozentig steht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, um 1 sind wir hier im Radio bei Salve, der Fernsehen 1 Festival. Ja, und heute nach wie vor Freitemennacht und hier ist Klaus Peter und Klaus Peter ist 44. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Klaus Peter. Was ist dein Thema? Ja, Domian, das Thema ist, ich war 4 Jahre im Gefängnis in Gelsenkirchen. Ja. Ich habe da ein Mädchen kennengelernt,
über, ich sage jetzt mal übers Faxen, ich erkläre gleich, wie das funktioniert. Gestatte mir noch eine Vorabfrage. Weswegen warst du im Knast? Ich war wegen Gewalt im Knast. Was heißt das? Was heißt das genau? Ja, wegen schwerer Körperverletzung. Ja. Wie schwer hast du jemanden verletzt? Ich habe jemanden viermal mit einer Eisenstange auf den Schädel gehauen, weil er mit meiner Frau fremdgegangen ist. Ich habe die Beine erwischt. Was ist aus dem Mann geworden? Er lebt noch. Er lebt heute mit meiner Ex-Frau zusammen. Ist er wieder gesund geworden oder ist er... Ja. Ich habe 4 Jahre dafür bekommen, bin im 2003 festgenommen worden, bin letztes Jahr entlassen worden. War das warst du zum ersten Mal im Knast? Wie bitte? Warst du zum ersten Mal da im Knast oder gab es eine Vorgeschichte? Es gab auch schon mal eine Vorgeschichte, auch wegen einer Körperverletzung. Aber ich habe jetzt den ganzen, sage ich dir ganz ehrlich, 8 Jahre ab. 8 Jahre? Ja. So, jetzt hast du einmal 4 Jahre vorher und jetzt nochmal 4. Immer wegen Körperverletzung? Ja. Ja. Aber ich bin jetzt geheilt, ich mache nichts mehr. Ich habe einen festen Job, jetzt wieder alles drum und dran. Was machst du jetzt? Ich bin Automechaniker. Ach so. Ja, tolle Sache. Und das hat so geklappt, dann nach dem Knast dann in den Beruf reinzugehen. Ja. Sehr gut. So, jetzt erzähl mir, was du erzählen wolltest. Du hast während der Knastzeit eine Frau kennengelernt. Ja, weil Gelsenkirchen, das ist ein gemischter Knast. Mhm. Also sitzen Frauen und Männer. Und der Knast war aufgebaut wie so ein U. Und auf der einen Seite haben die Männer gesessen, auf der anderen Seite die Frauen. Mhm. Wir haben dann abends immer uns mit den Frauen unterhalten. Und zwar über einem Lappen, dann nannte man Faxen. Man hat sich unter die, so. man hat das Licht angemacht, ja. Man hat sich diese Lampe gestellt, also in dieser Zelle und dann hat man mit dem Lappen in der Luft eben geschrieben. Ach, ist ja schräg. Wir haben das dann rückwärts gelesen, so konnte man sich mit den Frauen unterhalten. Es hat Spaß gemacht. Gute Beschäftigung. Ja, bloß ich vermisse meine Freundin jetzt sehr. Ich liebe sie, wir wollen heiraten. Die ist noch im Knast. Sie ist noch drin, ja. Wie lange wird sie noch drin sein? 2 Jahre. Weswegen sitzt sie? Sie sitzt hier im Fahren ohne Führerschein. Ich habe nicht verstanden. Fahren ohne Führerschein. Fahren ohne Führerschein? Ja. Und da so lange im Knast deshalb? Ja. Aber da muss er... Sie ist mehrere Male erwischt, nachdem man ihren Führerschein weggenommen hat. Und wie viel hat sie insgesamt bekommen? Auch 4. 4 Jahre? Für Fahren ohne Führerschein? Ja, sie war vorher schon mal vorbestraft und alles drum und dran deswegen auch. Hat das auf Bewährung bekommen, mit Bewährungswiderruf, alles drum und dran, 4 Jahre. Hat sie Unfälle gebaut? Ja. Ja. Also 2 Jahre muss sie noch sitzen. Ja. Und du vermisst sie. Ich vermisse sie. Du bist jetzt wie lange draußen? Ich bin am 28. März letztes Jahr entlassen worden. Ah ja. Und wie ist jetzt, das ist ja auch schon, du bist ja auch schon 1 Jahr wieder draußen. Wie verlief denn da der Kontakt? Hast du sie besucht? Habt ihr euch geschrieben? Ich fahre alle 14 Tage zu ihr. Das geht. Ja, das geht. Und wie lange dürft ihr euch dann sehen? 1 Stunde. Seid ihr alleine oder ist das unter Bewachung? Nein, wir sind dann unter Bewachung in einem gemischten Raum. Da sitzen dann auch mehrere mit ihren Verwandten und so. Ja. Würdest du denn sagen, das ist jetzt schon, das hat richtig reingehauen? Das ist eine tiefe Verbindung, tiefe Liebe? Das ist eine tiefe Liebe, ja. Wir lieben uns sehr, ja. Ja. Macht dir das sehr zu schaffen, die Vorstellung, dass du noch so lange auf sie warten musst? Ja. Sehr. Aber ich bin ein geduldiger Mensch. Ich sag mal, ich warte mal. Bloß manchmal, wenn ich dann abends hier alleine zu Hause, so wie jetzt zum Beispiel, zu Hause bin oder so, sie fehlt mir wirklich sehr. Wie ist denn das so mit Schreiben? Könnt ihr euch so viel schreiben, wie ihr wollt? Wir schreiben uns regelmäßig. Also ich kriege hier eine Woche 3 Briefe von ihr und ach so, ich 3 Briefe ach so. Von mir. Werden die Briefe eigentlich noch angeguckt von der Gefängnis? Die werden gelesen. Die werden gelesen? Die werden gelesen. Also den Brief, den ich schreibe, der wird von Beamten gelesen. Sie ist ja jetzt in Strafhaft auch. Ja. Der wird von Beamten gelesen und dann kriegt sie den offiziell. Und wenn sie dann rausschreibt, muss sie den offen abgeben. Der wird dann auch vorne gelesen und dann kriege ich den zu. Okay. Aber ihr schreibt euch ja wahrscheinlich nur persönliche Sachen, insofern ist es dann ja auch richtig. Letztendlich egal. Ja, das hast du gerade gesagt, dass du einen Job hast als Automechaniker und eine Wohnung hast, gehe ich mal von aus? Ich habe eine Wohnung, ja. Das heißt, das ist doch eine tolle Sache. Du hast Fuß gefasst nach 4 Jahren Knast. Ja, ich muss sagen, wie ich letztes Jahr entlassen worden bin, war ich erstmal in so einer Notunterkunft, weil ich komme aus einem kleinen Städtchen bei Witten. Mhm. Ich weiß nicht, kennst du Witten? Ja, klar. Wittenwetter, ich komme aus Herdecke. Ah ja, ja, kenne ich auch. Mhm. Ja, so, und wie gesagt,
Nee, ich meine, ich weiß ja, dass sehr, sehr viel, dass vielen Knackis, die rauskommen, die ersten Schritte so schwer fallen. Und die meisten oder viele scheitern ja auch und es kommt zurückfallen. Deshalb rechne dir das hoch an, dass das alles so, dass du es geschafft hast. Ja, habe ich. So, und wenn du mir gerade gesagt hast, auch dein Hang zur Gewalttätigkeit, den hast du jetzt im Griff. Habe ich im Griff, ja. Wie kam das? Hast du im Knast? Ja, ich habe im Knast, das hat man mir damals zur Auflage gemacht, weil ich das zweite Mal wegen Gewalt war, habe ich die Gewalttraining machen müssen. Die habe ich beide sehr gut abgeschlossen. Das ist gut. Und ich weiß jetzt, wie ich mit Gewalt umgehen muss. Ich gehe jetzt jeden Streit aus dem Weg. Ja. Und wenn mich mal wirklich jemand angreift, ich bin heute so, dass ich gar nicht mehr zurückhaue. Ich will meine Hände einfach nicht mehr benutzen. Mhm. Dann lasse ich mir eben auf die Gusche hauen. Mhm. Ich muss sagen, bis jetzt ist noch nichts passiert, Dom. Ja. So, du hast ja dann eben in deinem vergangenen Leben schon ziemlich viel Mist gebaut und hast ja auch viel versaut. Ja. Und hast viel Lebenszeit verloren durch das Absitzen im Knast. Ja, deswegen sind ja jetzt die Grundkonstellationen sind ja sehr gut. Du bist aus dem Knast raus, du hast das Anti-Gewalt-Training gemacht, du hast einen Job und du hast eine Wohnung. Ja, so, richtig. Das ist also die perfekten Voraussetzungen für einen wirklich guten Neuanfang. Vielleicht könntest du dann auch noch dir überlegen, okay, dann lohnt es sich auch noch, wenn ich schon so groß verliebt bin und das ist eine tolle Frau, dass du auf sie wartest, dass ihr einfach füreinander da seid und du wartest, dass du wirklich auf sie wartest, auch wenn es dir schwer fällt. Ich warte auf sie. Das habe ich ihr versprochen und sie weiß das auch. Es gibt tolle Geschichten, wo Jungs auf die Mädels gewartet haben und umgekehrt und da sind auch große Beziehungen daraus entstanden, die sehr lange halten. Und du bist ja, was die Frau anbelangt, auch wirklich sicher. Ich meine, ihr kennt euch ja nur unter extremen Bedingungen. Ja, ich muss sagen, ich bin 44, werde jetzt dieses Jahr 45 und sie ist eben 24 geworden. Sie hatte jetzt am 4.1. ja, sie Geburtstag. Ach so, sie ist so jung noch. Wir sind, ja, aber das passt. Wir haben doch gesprochen, wie ich sie kennengelernt habe 2005, wie sie mich angepackt hat. Und wir haben darüber gesprochen, dass ich eben so alt bin, ob sie damit klarkommt, direkt ja gesagt. Aber ihr habt, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Knastzeit doch nur gefaxt, in Anführungszeichen, also dieses Spiel da gemacht. Ihr habt während der Knastzeit nie wirklich Augen auf Augen gegenüber gesessen, habt geredet. Ja, richtig. Also gesehen oder geredet richtig habe ich das erste Mal, wie ich sie das erste Mal besucht habe, im April letztes Jahr. Das ist natürlich schon Wahnsinn, ne? Wenn man dann jemanden zum ersten Mal sieht. Ja. Und jetzt, ihr konntet euch damals im Knast, ich frage es doch mal, damit es mir ganz klar ist, auch nicht schreiben, ne? Von einem Flügel. Doch, es gab Postpost. Ach so, das gab es, ach so. Schreiben konnten wir uns, aber wir haben uns nie vorher gesehen. Das heißt, ihr konntet euch schon austauschen und ihr konntet euch gut bekannt machen, also dass ihr richtig kapiert habt, was mit dem anderen los ist. Ja, ich meine, Klaus-Peter, ein Risiko ist bei aller Liebe dabei. Das kann natürlich auch sein, dass wenn sie rauskommt, sie ist noch sehr jung und dass unter den freiheitlichen Bedingungen das dann irgendwie alles anders läuft. Aber ich will dir das nicht kaputt reden. Wenn du das Gefühl hast, jetzt, das ist eine gute Frau, dann wacht auf sie. Ja, wir wollen ja auch heiraten jetzt. Ja, ihr wollt jetzt noch heiraten, während sie im Knast ist? Ja, ja. Warum? Ich will sie jetzt heiraten, also im Gefängnis. Warum? Ja, weil ich habe sie gefragt und sie hat ja gesagt. So. Ja, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht wäre es doch ganz klug, erstmal ein halbes Jährchen so zusammen zu leben, um zu wissen, ob man auch miteinander kann. Nee, wie gesagt, wir kennen uns ja jetzt schon. Naja, gut, aber so richtig. Naja, gut, aber ihr habt noch nicht zusammen gewohnt. Und, Nein, richtig. Naja, auf jeden Fall, wenn es eine gute Grundbeziehung ist und die Herzensfrequenzen stimmen, dann finde ich das eine gute Sache und haltet zu euch. Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen ist es da eine große Chance auch für ein wirklich ordentliches, gutes, neues Leben. Ja. Mein lieber Klaus-Peter, dann wünsche ich dir und deiner Freundin alles Gute. Grüße sie herzlich von mir. Mach ich. Und bleibt euch treu und wacht auf sie. Okay, alles klar. Tschüss. Ja, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Tschüssi. Danke sehr nett von dir, Klaus. Tschüss. Klaus-Peter. Ja. Tschüss. So, ihr Lieben, in der Technik, Gunnel Blendin. Morgen heißt unser Thema, diese Entscheidung habe ich nie bereut. Möchte gerne mit euch über ganz große Entscheidungen sprechen. Wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.